So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Salt and Sanctuary. Das hab ich gesehen. Hier, wie gesagt, das ist jetzt das neue Gebiet und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, irgendwie zu überleben oder in irgendein Heiligtum zu kommen. In die Brüche des Kampfes gehen. Bist du mein Heiligtum? So, dann wollen wir uns mal hier umgucken in diesem neuen Gebiet. Ich mal ein bisschen Hitze hier. Ich frage mich schon gar nicht hier, warum das Wasser nach oben fließt. Also das ist alles. Das sind alles Dinge, die stelle ich mich nach vorne. Hier scheint es nur weiter nach unten zu gehen. Nur jetzt. Oh, so viel Gummi aber auch gar nicht. Oh, nicht so einer schon wieder. Oh, bitte. Mami, der kriegt durch die Moment, muss man kratzen. Ja. Wenn normale Gegner mich mehr stressen, ist so der ein oder andere Bosskampf. Damn.
im... Ich habe keine Ahnung. Dann nehme ich mal an, dass... Okay, also hier ist der eine Eingang. Okay. Wo bin ich hier? Und wo geht es denn hier oben hin? Boah, also da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass es hier eine Verbindung gibt. Also da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, dass das hier weiter geht. Ist egal. Ist egal, die war hier eh schon überall. Schnell zurück. Und hier mal weiter gucken. Genau hier mal weiter gucken. Was kommt denn hier noch so? Natürlich. Also Kinder, das habt ihr gelernt, immer nur dahin springen, sobald ihr gucken könnt. Nee. Nee. Das muss irgendwo ein Trick geben, den ich noch nicht durchschaut habe. Nehme ich mal stark an. Da hätte ich jetzt schon Bock drauf. Tja, da habe ich nur das Salz nicht für. Na, schade.
Also, ganz einfach das Ziel gesetzt, 30.000 Salz zusammenbekommen und sich dann eine neue lustige Waffe zusammenschmieden. Ich nehme mal an, dass unter mir nur der Tod ist. Ja, was ich hiermit eindrucksvoll bewiesen habe. Spielen so einen Ring oder so, wo Fallschaden schützt. Ich glaube, ich kann mich da direkt einfach runterfallen lassen, so wie es aussieht. Naja. Man stirbt sich halt so voran. Ne? Und verliert aber jede Menge Kunst. Wenn man Pech hat, also ein Sack.
Ne, doch nicht. Krass, warum ist denn der Sturz jedes Mal tödlich? Gut, dann muss ich vielleicht erst nach oben. Ich hole mir eben kurz mein Salz zurück und dann probiere ich es woanders hier zu gehen. In dem Level mal nach oben zu gehen. Vielleicht sehe ich hier irgendwas ziemlich. Geht es hier überhaupt irgendwie weiter nach oben? Ich glaube nicht, oder? Nee, es führt alles nur nach unten. Wieder die lustige Stelle. Ne, keine Ahnung, wo ich gerade weitergehen muss. Jetzt gehen wir kurz zum Schrein und dann gucken, was ich mache. Oder gönn mir mal eben was. Nämlich jede Menge Salz. Ich habe ja Salz dabei, ne? Oh, 7,5 ist da drin.
nicht schlecht. Ich dachte, wäre weniger. Ich dachte, die Kiste wäre größer. Und jetzt transportierst du mir das Ding mal hier in... Oh ja. Oh, bitte, man kann spammen. Moment, erstmal Luft holen. Ich habe einen großen Metalldorn. Und der macht wahrscheinlich auch groß Schaden. Wandelt er meine Stärke, die ich habe, sehr gut in Damage um. Nicht schlecht. Na gut, dann ist das jetzt so das kleine Highlight am Ende dieser Folge. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter. Und bis dahin werde ich mich mal auf magische Art und Weise erkundigen, wo ich denn hier überhaupt hin muss, damit ich nicht wie blöd im Kreis laufe. Bis dann.